Oranienstraße ist eine beliebte Einkaufsstraße in Kreuzberg und derzeit Hauptverkehrsstraße der Straßenkategorie 3 im innerörtlichen Streckennetz von Berlin. Der Verkehr, der insbesondere von Durchgangs- und Lieferverkehr geprägt ist, wird als Problem wahrgenommen. Parkende Autos in zweiter Reihe verstellen Straße und Bürgersteige und immer wieder gibt es Konflikte zwischen Menschen, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs sind. Zusätzlich fährt hier im 5-Minuten-Takt die Buslinie M29. Im Jahr 2018 gab das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, vertreten durch das Straßen- und Grünflächenamt, die Entwicklung eines Verkehrskonzepts in Auftrag, um den Verkehr im Gebiet neu zu ordnen. Dieses Verkehrskonzept wurde gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet und umfasst die Entwicklungsplanung in der südlichen Luisenstadt, in der auch die Oranienstraße liegt. Die Oranienstraße soll demnach als Straße mit höchster Priorität zwischen 2023 und 2025 umgebaut werden. Finanziert wird die Entwicklung voraussichtlich über das Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren und Quartiere. In einem umfassenden Beteiligungsprozess 2020 und 2021 sind folgende zentrale Zielsetzungen für den Umbau der Oranienstraße benannt worden. Erhöhung der Verkehrssicherheit. Mehr Platz für Rad- und Fußverkehr. Weniger Autoverkehr, kein Durchgangsverkehr. Kein Parken von Autos. Buslinie M29 beschleunigen und attraktiver machen. Lieferbedingungen für das Gewerbe verbessern. Mehr Grün- und Freiflächen. Barrierefreiheit. Nebenstraßen mitdenken, keine Verlagerung des Verkehrs. Lärm vermindern. Die geplante Umbaumaßnahme erstreckt sich vom Moritzplatz im Westen bis zur Einmündung in die Skalitzer Straße im Osten über eine Gesamtlänge von rund 1 Kilometer. Bestandteil der Planung sind der Straßenverlauf am Oranienplatz, der Heinrichplatz sowie die Einmündungsbereiche und Kreuzungen anderer Straßen. Die vorliegende Planung wurde auf Grundlage der Ergebnisse der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Anwohnenden und Gewerbetreibenden erarbeitet und berücksichtigen ebenfalls den Denkmalschutz. Im weiteren Planungsprozess ist des Weiteren die Prüfung einer Regenwasserbewirtschaftung vorgesehen. Die Umbaumaßnahme beginnt am Moritzplatz. Die beiden asphaltierten Fahrbahnen der Oranienstraße werden in einer Breite von 3,25 Meter hergestellt, sodass sich auf der Strecke zwei Busse begegnen können. Wegen der geringen Breite der Straße ist die Planung eines eigenen Radstreifens nicht möglich, jedoch wird durch die deutliche Reduzierung des Verkehrs mehr Sicherheit für den Radverkehr angestrebt. An die Fahrbahn schließt ein 2 Meter breiter Trennstreifen an, der durch einen Bordstein abgegrenzt wird. Dieser Trennstreifen bietet Platz für verschiedene Elemente, wie zum Beispiel Straßenlaternen und Fahrradständer. Teil des Trennstreifens ist die Einrichtung von Haltebuchten für das Ein- und Ausladen des Lieferverkehrs. Diese sind 12 Meter bis 16,5 Meter lang und 2,5 Meter breit. Aufgrund des Denkmalschutzes für das Ensemble Oranienstraße und Leitungen, die im Untergrund verlaufen, können hier keine Bäume gepflanzt werden. Parkplätze sind im gesamten Straßenzug nicht vorgesehen. An den Trennstreifen grenzt der 3 Meter breite Bürgersteig an. Entlang der Häuser verläuft außerdem ein 1 Meter breiter Traufstreifen, der zum Beispiel durch die Gastronomie genutzt werden kann. Der Oranienplatz bleibt in seiner Struktur erhalten und ist nicht Teil der Planung. Die Fahrbahnen der einmündenden Straßen werden verschmälert, sodass sie zu Fuß besser überquert werden können. Die Bushaltestellen werden gebündelt in den westlichen Bereich des Platzes verschoben, sodass eine großzügige und direkte Fußgänger- und Radfahrerquerung entlang der Grünachse des ehemaligen Luisenstädtischen Kanals entsteht. Die Querungs- und Bushaltestellen werden barrierefrei gestaltet. Die diagonale Stichstraße, die zur Dresdner Straße führt, wird aufgehoben und Teil des Bürgersteigs. Die alte Form wird in der Pflasterung kenntlich bleiben.
Künftig entsteht so ein Raum für Straßenmöblierung und eine Nextbike-Station. Die einmündenden Straßen entlang der Oranienstraße werden an den geänderten Verlauf der Bordsteinkante angepasst. An den Kreuzungen ist mit vielen Menschen zu rechnen, die die Oranienstraße überqueren wollen. Daher werden die Bürgersteige hier bis hin zur Fahrbahn erweitert und die Überwege auch für seh- und mobilitätseingeschränkte Menschen ausgebildet. Die Busse halten zum Ein- und Aussteigen auf der Straße und die Warteflächen werden bis an die Fahrbahn herangezogen. Der nachfolgende Verkehr muss hinter den Bussen warten. Der Heinrichplatz ist durch die kreuzende Mariannenstraße und kleine, diagonal laufende Straßen gekennzeichnet. Der Platz soll im Wesentlichen vom Autoverkehr befreit werden. Dafür werden die Diagonalstraßen aufgehoben. Wie am Oranienplatz bleiben sie in der Gestaltung der Oberflächen weiter sichtbar. Die jetzigen Parkbuchten für Autos sollen für Fahrradständer, Gastronomie und weitere Anlagen genutzt werden. Hierzu gehören als wesentliche Anregung aus der Kinder- und Jugendbeteiligung auch Spielflächen. Erste Überlegungen, auch Bänke und Tische zu errichten, wurden im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung verworfen. Der Platz soll zwar aufgewertet, jedoch nicht zur zusätzlichen Lärmquelle für die Anwohnerinnen und Anwohner werden. Die vorhandenen Bäume bleiben erhalten. Im Einmündungsbereich Skalitzer Straße soll die vorhandene Abbiegespur aufgegeben werden, um künftig von Fußgängerinnen und Fußgängern als Bürgersteig genutzt werden zu können. Hier schließt die Neuplanung des Skalitzer Parks an, die bei den weiterführenden Planungen berücksichtigt wird. Der geplante Umbau soll als erste Stufe einer deutlichen Verkehrsberuhigung umgesetzt werden. Die zweite Stufe, nämlich die Herausnahme des Durchgangsverkehrs, kann durch Beschilderungen oder bauliche Anlagen wie Poller erfolgen. Voraussetzung hierfür ist die Herausnahme der Oranienstraße aus dem Hauptstraßennetz. Dann wäre der Bezirk und nicht die Senatsverwaltung für die Straße zuständig. Das Straßen- und Grünflächenamt prüft derzeit die Umsetzungsmöglichkeiten. Während der gesamten Planungs- und Umbauphase steht Ihnen die Stadtbau GmbH unter luisenstadt@stadtbau.de oder 030 690 81 120 als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Für allgemeine Fragen können Sie zudem das Straßen- und Grünflächenamt unter tiefgrün@bafk.berlin.de erreichen. Für Fragen zu Belangen des Gewerbes wenden Sie sich bitte an die Wirtschaftsförderung des Bezirks unter wifö@ba-fk.berlin.de oder 030 902 98 2273.